Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Torwartkarriere. Ich habe mega Bock darauf, denn wir starten heute in die zweite Bundesliga rein. Yes, endlich der Start in die Bundesliga. Und mit Gold erfüllt natürlich, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Unbedingt abchecken. War mega, mega cool. Wir haben da den Pokal gewonnen. Diesen Einführungsturnier-Pokal, so oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Diese Folge machen wir die ersten beiden Bundesligaspiele, eben zweite Bundesliga. Wir spielen gegen Sandhausen und gegen Ingolstadt. Wir machen auch ein Training jetzt hier direkt mal am Anfang. Und ich habe auch schon geguckt, nächste Folge haben wir das erste Pokalspiel, ja, das DFB-Pokalspiel. Gegen wen haben wir es denn? Das ist eine gute Frage. Das ruckelt ein bisschen. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade einen neuen Grafiktreiber installiert für das Game. Vielleicht gibt es da kurz Probleme. Ich muss das Game vielleicht nochmal neu starten gleich. Wir spielen gegen Holstein Kiel. Genau, im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. Nächste Folge. Ich bin mega gespannt. Natürlich ist da auch das Ziel, so weit kommen wie möglich. Alter, wie er reingejumpt ist. So weit kommen wie möglich. Ich würde natürlich aber heute super, super gerne bombastisch in die Liga starten. Ich hoffe, mir gelingt das. Fürth ist ja ein echt gar nicht schlecht in die Liga gestartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, wir haben 6-7 Spieltage, 100%, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß auch außerdem nicht, wann die Folge online kommt. Vielleicht sind es dann schon 1-2 Spieltage mehr. Ich nehme ja meistens immer im Voraus auf und vergesse dann zu schneiden oder komme einfach nicht dazu oder was auch immer. Das war jetzt schon besser. Ja, aber auf jeden Fall sind sie dritter Platz momentan, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video eben aufnehme. Dritter Platz für Greuther Fürth, ziemlich, ziemlich gut, ja. Ich hoffe, dass das so weitergeht und ich hoffe tatsächlich auf einen Aufstieg. Ich bin gespannt, also für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, die können natürlich gerne abonnieren, ja. Aber ich möchte nur dazu gesagt haben, warum nimmt mein Stürmer den Ball nicht an? Ich möchte nur dazu gesagt haben, dass ich kein Fürth-Fan bin. Ich bin eigentlich Bayern-Fan. Aber da ich des Öfteren mal zu den Fürthern ins Stadion gehe, weil ich da Karten bekomme, habe ich mich so ein bisschen mit der Mannschaft angefreundet. Mache auch hier eine Karriere jetzt. Nur so mal nebenbei. Training ist fertig, 3x A, 1x B, Freistoß hat diesmal nicht ganz so toll funktioniert, aber wir sind auf jeden Fall aufgestiegen, ja, wir müssen uns natürlich weiter nach oben leveln, wir wollen natürlich auch wechseln, ja, das ist einfach so, auch wenn Fürth mir ganz gut gefällt, aber irgendwann sind wir halt einfach besser und wechseln dann. Ich spule jetzt vor bis zum Spiel, werde das Spiel aber neu starten, da wir ja gerade ein paar wunderbare Lags dabei hatten. Also ich starte das neu, gehe auf Fehlersuche und wir sehen uns dann wieder im Spiel. So Leute, erstes Bundesligaspiel und wir spielen sogar zu Hause im Rohnhof. Rohnhof, ja, ist hier nicht lizenziert, aber das macht nichts. Die Fans haben Bock, ich hab Bock, mega. Und parallel spielt der Jan Regensburg gegen Ingolstadt. Ja, das ist unser nächster Gegner nach Sandhausen. In der heutigen Folge noch gegen Ingolstadt. Also das heißt, das könnte wichtig sein, ja. Wenn da können wir schon mal sehen, wie Ingolstadt so drauf ist, so halbwegs. Ja, ich bin gespannt, wir starten einfach rein. So, aber ich wollte noch sagen, dass ihr mir auf Instagram folgen sollt. Ja, Leute. Und zwar mache ich momentan Praktikum. Und in der Früh bzw. mittags poste ich ganz, ganz viel in der Story. Ja, also ich hatte am ersten Praktikumstag, glaube ich, 33 Story-Beiträge gepostet. Frühs, mittags, alles immer vollgeballert und ein bisschen gelabert. Da erzähle ich immer interessante Sachen, so ein bisschen Privates, ein bisschen hinter den Kulissen. Ja, also die mir bei Instagram folgen, die wissen schon, dass ich Praktikum habe, schon ein bisschen länger. Also unbedingt folgen, ich habe es jetzt hier mal eingeblendet gehabt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich echt freuen, was für eine Chance. Ich würde mich echt freuen, wenn wir ein paar mehr Zuschauer für die Story haben, wenn ich da immer poste und so, fände ich das ganz cool. So, das war es jetzt aber auch mit Gelaber. Wir starten rein und halten ein paar Bälle, hoffentlich. Oder wir halten nicht.
1-0 Sandhausen. Fuck. Ich habe gerade das Labern aufgehört. Und dann kommt das. Gut gespielt, schnell gespielt. Man sieht, ich springe, aber ich springe einfach zu spät. Ich stand gar nicht so schlecht, aber da war ich 2 Sekunden zu spät. 1-2 Sekunden. Und dann macht Sandhausen hier das 1-0. Halbzeit, Leute. 1-0. Fürth hat nichts mehr zustande bekommen. Sandhausen ebenso. Ja, ein Schuss bisher im kompletten Spiel einfach. Von beiden Seiten irgendwie insgesamt nur ein Schuss. Und er war drin, ja. Hätte ich besser machen können, ist halt so blöd gelaufen. Leute, wir müssen jetzt zu harten Mitteln greifen. Wir werden jetzt den Schal umziehen. Ja, Leute, hier. Wir müssen die Fürther hier, das Kleeblatt, ein bisschen unterstützen. Bei Regensburg gegen Ingolstadt steht es 0-0. Ich hoffe, dass ich jetzt durch den Schal, dass die Fürther einfach... Die drehen das Spiel jetzt. Ich werde alles halten. Die drehen das Spiel, dann passt die Sache. Der kann weg! Was war das für eine Aktion? Nö. Ist gerade nicht passiert, Leute. Der hat mir... Warum hat er mir denn gepasst? Das ist so die Frage, ne? Klar war das wieder von mir scheiße. Der zweite Fehler von mir, das zweite Tor von Woten oder wie auch immer der ausgesprochen wird... Ich verstehe es aber nicht. Warum? Warum hat der mir in dieser Situation gepasst? Klar, Fehler von mir. Was mache ich da? Ich bin einfach nach links gelaufen, anstatt ihn wegzuballern. Aber du musst halt so schnell reagieren und sagen, ey, der passt mir, fuck, auf Kreis wegballern. Und da, das habe ich einfach nicht gerafft. Das habe ich nicht gecheckt, nicht gerafft, was auch immer. Das war jetzt der erste Ball, den wir gehalten haben. Ja, der wäre aber auch rein. Also zum Glück haben wir den gehalten. What the fuck, echt? Klar, wie gesagt, besser hätte ich es machen können, aber warum passt der mir in so einer Situation? Der muss doch damit rechnen, dass ich dann irgendwie überrascht bin und einen Fehler machen kann. Fuck, ey. War, als ob wir jetzt gegen Sandhausen wegen so einer Scheiße verlieren. Komm, Fürth, ihr werdet das doch wohl hinbekommen. Ich hole mir gleich den Schal wieder und dann hauen wir die weg. Was macht er? Was macht dieser Typ? Nicht sein Ernst. Wir haben den Schal wieder am Start, Leute. Was eine fette Chance war das. Und wie hat der die bitte liegen lassen? Parker kommt für Caterduel. Da gehen wir raus und machen schon wieder irgendeine Scheiße. Unglaublich, Mike. Unglaublich. 2 Minuten Nachspielzeit, eine davon ist schon rum. Es gibt nochmal eine Ecke. Das sieht nach einer 2-0 Niederlage aus. Nochmal eine Ecke, nur noch 30 Sekunden zu spielen. Den Ehrentreffer werden wir wohl auch nicht mehr bekommen. Naja. Fuck it! 2-0 verloren. So viel zum Traumstart. Fans sind nicht begeistert, ich bin nicht begeistert. 2 Böcke von mir. Und wir haben 2-0 verloren. Fuck it, Alter. Wir haben 2 Tore reingelassen. Eine abgefangene Flanke und einen pariert. Gefangen, nicht mal pariert, gefangen. Ah. Unglaublich. Fürth haben am Ende nochmal ein bisschen was probiert, haben 5 Schüsse, einen aufs Tor. Sandhausen hat 4 Schüsse, 4 aufs Tor. Ich bin enttäuscht. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ingolstadt hat gegen Regensburg gewonnen mit 1-0. Hei. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Wir simulieren das nächste Training. Wir müssen ja nicht immer alles machen. Vor allem wegen dem Zeitdruck jetzt auch. Wir nehmen jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde auf. Ich muss ein bisschen hinne machen. Ja,
Letzter Platz. Letzter Platz dadurch. Ich stehe zum Glück wieder in der Startformation. Ja, wir spielen gegen Ingolstadt. Momentan Platz 6. Wie gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle. Die haben halt einfach gewonnen. Sandhausen jetzt Erster, wir Letzter durch diese Kacke. Führt gegen Ingolstadt. Wir spielen auswärts. Jetzt müssen wir raushauen. Wenn wir jetzt wieder verlieren, wäre das eine doofe Aktion. Keine Ahnung. Ist einfach scheiße. Guck mal, ich müsste schießen, Alter. Ich bin Time-Finishing-Profi. Guck. Wieder im grünen Bereich. So easy. Immer grün. Das ist ja so einfach. So, Ingolstadt gegen Fürth. Abenddämmerung ist angesagt. Reinhauen ist angesagt. Tore schießen. Für uns natürlich ist angesagt. Gibt die erste Ecke für uns. Vielleicht kann es was werden. Fürth ist natürlich heiß nach dieser 2-0 Niederlage. Torwart hält. Sehr stark gespielt. Aber auch eine richtig, richtig gute Parade vom Torwart. In diesem Spiel muss ich auch richtig, richtig gut halten. Die Fehler wieder ausbaden von dem letzten Spiel. Ja, wir dürfen natürlich hier nicht nachlassen. Erste Folge war so gut. Soll bitte so bleiben. Komm, wir haben jetzt schon richtig gute Chancen gehabt. Immer per Ecke. Der Torwart muss jedes Mal halten. Das sind richtig gute Chancen hier. Das ist die vierte Ecke schon. Vierte Ecke und diesmal wird's leider gar nichts. So, da haben wir den ersten Ball, sind wir vor dem Stürmer am Ball. Fürth ist sehr, sehr ballsicher, aber hat halt noch nicht so die krassesten Chancen, außer diese Ecken. Und die sind halt, ja, nicht reingegangen. Boah, das war knapp. Pfosten war da, ich war aber glaube ich auch da. Bisschen später, aber ich hätte ihn noch gekriegt. Ja, er hat schon die Faust rausgesteckt. Ich hätte ihn noch gekriegt, definitiv. Sehr, sehr stark kombiniert von Ingolstadt. Aber ich bin zur Stelle, das soll heute so bleiben. Ich möchte auf jeden Fall keinen Gegentreffer kassieren, wenn es geht. Wenn es jetzt einer ist, wird trotzdem gewinnen, ist es auch okay. Aber ein Sieg muss es auf jeden Fall sein. Das bestenfalls zu null. Komm jetzt, Green, Green macht's. 1-0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. 45 plus 3, plus 4 eigentlich, genau genommen. Also sogar fast eine Minute drüber. Über der eigentlichen Nachspielzeit. Julian Green macht's. Schuss war gar nicht so heftig platziert. Aber der Torwart kann nichts machen. Es war ein bisschen überraschend, dass er vielleicht von da schon abzieht. Aber so will ich das sehen. 1-0. Kurz vor der Halbzeit. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, meine lieben Freunde. Ihr kennt euch aus. Ja, was haben die anderen hier? Paderborn gegen Regensburg 1-0. Also scheint, als ob Paderborn auch besser wäre wie Regensburg. Also Regensburg so, lala. Pauli gegen Darmstadt noch nicht am Start. Ja, weiter geht's. Hoffentlich so gut wie bisher. Hatten vorne ja genug Chancen, vor allem bei der Ecke. Waren es ja ein paar gute dabei und ich will einfach, dass wir 2-3-0 führen. Und dann ist es auf jeden Fall relativ sicher. Genau so will ich das sehen. Starker Schuss. Sehr gut platziert. Einfach mal abziehen. Ne? Hier dreht er sich ein bisschen. Torwart dran, ganz, ganz knapp, die Geschichte hier. Jetzt! Jawoll! So will ich das sehen. Das gefällt mir schon besser, das Spiel. Fürth hat vorne Chancen, hat sogar ein Tor gemacht. Ingolstadt hat aber trotzdem Chancen. Oder kann man bestimmt ein gutes Thumbnail rausschneiden aus dieser Aktion, aus diesem Replay hier gerade. Ingolstadt hat trotzdem Chancen, das gefällt mir, also die Einstellungen passen so wie sie jetzt sind auf jeden Fall. Und wenn wir die Chancen dann auch noch parieren können, ist das natürlich Bombe. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, sie kommen mir ein bisschen gefährlich nahe gerade. Okay. Jawohl, den nächsten, den wir fangen können. Ja,
Ja, der war jetzt nicht so schwer wie vielleicht manch andere in diesem heutigen Spiel gegen Ingolstadt. Aber gehalten ist gehalten und bringt uns einen Schritt näher Richtung Sieg. Ingolstadt hat jetzt eine krasse Phase. Die spielen jetzt besser als Fürth. Fürth lässt nach. Weniger Chancen, weniger Ballbesitz. Weniger aggressiv. Hoffentlich machen sie noch ein Tor. Das wird mir Ruhe geben. Bisschen zumindest. Schöner Pass. Jetzt vielleicht die Flanke in die Mitte. Da steht jemand, aber der kriegt den Ball nie aufs Tor. Fürth hat den Ball noch. Wieder die Flanke in die Mitte. Torwart ist da. Nochmal. Jetzt ist der Torwart nicht da, aber der Spieler rettet auf der Linie. Oh, fuck. Komm, komm, komm. Fürth lässt nicht nach. Jetzt haben wir mal kurz eine Druckphase, aber nur kurz. Aber wir nutzen sie. Wir nutzen diese Druckphase. Full Pressing. 85. Spielminute. Die Entscheidung. 2:0. Ha. Da haben wir ein bisschen Gas gegeben, nicht nachgelassen, obwohl Ingolstadt ab und zu mal den Angriff beendet hat. Wir haben uns den Ball wieder zurückerobert und gleich weitergemacht. 2:0 von Parker hier in der 85. Spielminute. Jetzt bloß keinen mehr kassieren, dann haben wir sogar einen 2:0-Sieg. Und danach sieht's auch aus. Yes! Das war schon mehr das Spiel nach meinem Geschmack, denn wir haben erstens gewonnen. Zweitens, beide Mannschaften hatten viele Chancen. Fürth hat sie gemacht. Ingolstadt nicht. Ich muss echt sagen, ich habe nicht schlecht gehalten. Alter, wie die voll buhen, Alter. What the fuck. Der Ingolstädter Keeper war aber echt auch richtig gut. Also ich habe auch ein paar gehalten. Ein paar, die relativ einfach waren. Ein paar, die ein bisschen schwerer waren. Aber im Vergleich zum ersten Spiel deutlich, deutlich besser, aber der Ingolstädter Keeper natürlich auch Bombe. 9 Schüsse, 9 aufs Tor. Richtig geil von Fürth. 2:0 gewonnen und ja, das heißt, wir haben dann wenigstens den ersten Sieg hier in dieser ersten Bundesliga-Folge quasi. Leider auch 2:0 verloren, aber jetzt hier gewonnen. Das war's von dieser Folge. Ich nehme jetzt Trainerkette auf. Mal gucken, wann ich die nächste Folge Torwartkette aufnehme. Macht mir jetzt schon mega Bock, macht mir echt mega Bock und ich würde am liebsten noch weiter aufnehmen, aber ich muss jetzt Trainerkette aufnehmen, danach habe ich noch ein bisschen was zu tun. Passiert. Ja, wir haben auf jeden Fall Platz 10 jetzt erreicht, Ingolstadt ist auf Platz 12 dadurch, Sandhausen ist immer noch weit oben, die haben anscheinend nochmal gewonnen, ne, sie haben unentschieden gespielt, aber immer noch 4 Punkte halt auf Platz 3. Egal, wir haben auf jeden Fall einmal gewonnen, einmal verloren, ist in Ordnung. Wir müssen einfach weitermachen, dann schaffen wir das. Wie gesagt, das war's jetzt von diesem Part. Lasst mir total, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Auch wenn ich manchmal ein bisschen viel und kacke laber. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.